Mir ist die Tage bewusst geworden, ich habe mal drüber nachgedacht, wie viele Prüfungen muss ein Mensch eigentlich in dieser Welt vollziehen. Das fängt ja schon an, wenn du in die Schule gehst, am Ende musst du die Schulprüfung machen, einer macht das Abitur, der andere die Realschule, da wirst du geprüft, dann kriegst du irgendwann mal, wenn du weitermachst, ein Examen, auch da wirst du geprüft. Wenn du ein Auto hast, dann musst du jede 2 Jahre, glaube ich, zum TÜV gehen, auch da wirst du geprüft. Wenn du den Meister machen möchtest, auch da musst du eine Prüfung ablegen. Oder wenn du zur Bundeswehr gehen möchtest oder zur Polizei zum Beispiel, auch da musst du immer wieder geprüft werden, bist dafür tauglich. Und in der Regel sind solche Prüfungen, ja, ich möchte nicht sagen nervig, aber sie fordern doch schon irgendwas. Ich habe jetzt gestern zum Beispiel einen Brief bekommen, oder das war gestern, dass bei unserem Auto ist jetzt eine Rückrufaktion, da ist wohl irgendein kleines Teil, das muss dann geprüft werden, sonst geht das Auto vielleicht in Flamme auf, kann passieren. Ja, jetzt hast du auch wieder einen Termin, wo du machen musst. Also Prüfungen sind ja in der Regel etwas, ja, also ich möchte am liebsten weit weg von mir schieben. Aber auch die Bibel kennt Prüfungen und ich habe dem mal so, bin dem nachgegangen und sie kennt ganz schön viele Prüfungen. Ich habe gerade vom Jannik diese Lesung gehört und zwar habe ich die bewusst gewählt. Zwar Israel, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Also Gott setzt dir hier einen unglaublichen Maßstab, dass er im Grunde möchte, dass Menschen geschaffen sind, um ihn zu lieben. Dafür bist du nicht da. Das Problem ist, dass der natürliche Mensch ja von Gott entfernt ist, entfremdet. Er liebt Gott nicht. Aber es ist interessant, dass auch ein Gläubiger, der wiedergeboren ist, in die Gefahr kommt, dass er auf Abwege geht, dass er den Herrn nicht mehr so liebt, wie er ihn eigentlich lieben sollte. Und ich denke, das kennt jeder von uns. Ich glaube, keiner kann hier aufstehen und sagen, ich liebe jeden Tag den Herrn von ganzem Herzen, ganzer Seele, sondern manchmal schleichen sich Dinge in unser Leben, wo Gott so langsam, und manchmal merkt man das ja gar nicht, aufs Nebengleis geführt wird. Dass das passiert, beziehungsweise, dass das nicht passiert, gibt Gott uns Prüfungen, um uns wieder auf den Weg zu bringen, dass wir uns wieder neu ausrichten können, dass ein Mensch doch den Herrn im Zentrum hat, dass er ihn von ganzem Herzen liebt. Und das wollen wir uns heute mal anschauen, auch in der Schrift. Wir wollen mal fragen, natürlich nur auszugsweise, was sagt die Bibel über das Geprüftsein? Ich kann euch jetzt schon sagen, du und ich, wir werden von Gott auch geprüft, aber nicht so ja, negativ, wie das jetzt bei dem Auto ist oder bei der TÜV-Prüfung oder was auch immer, sondern Gott tut es wirklich zu unserem Besten, dass unser Herz wirklich ungeteilt auf der Herr Jesus gerichtet ist. Und das ist unser Ziel heute Abend. Wir wollen verstehen, wie prüft Gott uns zu unserem Besten? Warum prüft er uns? Auch das werden wir sehen. Und ich habe hier 3 kleine alttestamentliche Texte rausgenommen mal. Die wollen wir uns betrachten, überblicksartig, einfach zu verstehen. Wenn auch Prüfungen in unserem Leben auftreten, dass wir das nicht ja, von uns weise genervt, sondern dass wir vielleicht hier am Ende auch ja, sagen können, wenn so eine Prüfung kommt, dann nehmen wir die an, weil es ist zu unserem Besten. Gut, 3 Texte wollen wir miteinander betrachten zum Thema Prüfung. Und der erste ist in 1. Mose 22, 1. Ihr dürft hier mitlesen. Ich denke, die Geschichte ist uns allen bekannt. Und hier möchte ich einfach einen Aspekt rausnehmen zum Thema Prüfung. 1. Mose 22, da geht es um Abraham. Und da heißt es, und es geschah nach dieser Begebenheit. Da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bring ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Also hier, ich denke, die Geschichte von Abraham ist uns bekannt.
Bei Abraham war es ja so, Abraham hatte einen großen Wunsch, und zwar er wollte einen Nachfolger haben. Und dazu musste er ja wirklich lange warten. Sarah, seine Frau, der Mutterleib war ja verschlossen, das hat nicht funktioniert. Und dann sind sie sogar über Umwege hingegangen, um endlich diesen Wunsch wirklich erfüllt zu bekommen. Mit der Hagar dann, da ist der Ismael gekommen. Das war aber nicht der Sohn der Verheißung. Das war nicht das, was Gott eigentlich vorgesehen hatte. Und so musste der Abraham ja nochmal wirklich eine lange Zeit warten, bis er dann letztlich mit 100 Jahren diese Verheißung erfüllt bekommen hatte. Und dann hat er diesen Isaak bekommen. Und ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch nachvollziehen könne, dass man, wenn man wirklich lange auf etwas wartet und es dann bekommt, dass es dann wirklich so kostbar ist, dass man das nicht mehr hergeben möchte. Ich denke, wir leben in einer sehr schnelllebigen Welt heute für uns. Wenn man was haben will, dann gehst du halt ins Internet, dann bestellst du es. Aber sogar ich weiß noch, dass du zum Beispiel, als ich früher einen Wunsch hatte, und wir waren jetzt nicht gut betucht, dann musstest du dafür erst mal lange sparen. Musstest du das Geld zusammensparen. Das Erste, was ich mir mal zusammengespart habe, war eine Anlage, Stereoanlage. Und dann gab es da noch kein Internet, sondern dann musstest du bei Otto anrufen. Und dann ging das in der Regel 2-3 Wochen, bis du dann das bekommen hast. Und ich hatte mal unbedingt, ich war ja früher so Musikliebhaber, CDs gesammelt. Ich hatte mal eine CD und da habe ich so lange drauf gewartet und ich habe sie erst in Amerika damals bekommen. Und als ich die gehabt habe, dann war das für mich wie ein Schatz. Und du hättest von mir jede CD haben können oder Platte, aber die CD, die hätte ich niemandem von meinen Kollegen mitgegeben. Später habe mir meine liebe Kollegin die CD dann geklaut, dann war sie weg. Aber so ist es. Man hängt sein Herz eben, und ich denke, das ist verständlich, an gewisse Dinge. Das können materielle Dinge sein. Ja, ich denke, das kennen wir alle, man hat was lieb. Aber das können ja auch Menschen sein. Ja, dass man so einen Mensch so lieb hat, so verehrt, und das ist ja auch wunderbar. Aber dass es dann letztendlich so weit geht, dass man ihn über Gott stellt, dass man nicht mehr Gott an erster Stelle hat, sondern den Partner oder die Kinder oder irgendetwas anderes, das stellt sich ja schnell ein. Oder sich was ganz Verstecktes, Ansehen der Person, dass man nicht mehr Gott im Mittelpunkt hat, sondern immer denkt, oh je, was denken die anderen von mir, wenn ich jetzt den Weg gehe, das kann ich doch nicht. Also es gibt viele unterschiedliche Aspekte, wo mir ins Herz kommen, oder bei der Arbeit zum Beispiel, ganz viele Dinge. Aber Gott sagt, und das ist ein Prinzip, er sagt, auch im Neuen Bund, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird dir zufallen. Das ist ein Prinzip, wenn Gott sagt, trachtet zuerst, dass der Mensch oft, und ich kenne das ja von mir, dass er doch in seinem Leben andere Dinge hat, die manchmal wichtiger sein können als das Reich Gottes. Und der Herr sagt ja an viele Stellen auch, das ist kein Nebenpunkt, er sagt zum Beispiel zu einem, der ihm nachfolgen will, er sagt zu ihm, folg mir nach. Und dann sagt der junge Mann, ich denke, das ist ein junger Mann gewesen, er sagt, ja, aber lass mich vorher meinen Vater begraben und dann will ich dir nachfolgen. Also das ist was Wichtigeres als der Herr Jesus. Und was sagt der Jesus zu ihm? Du lass die Tote ihre Tote begraben, folg du mir nach als Erstes. Ich bin wichtiger als diese Dinge. Solche Dinge können sich ganz schnell einschleichen in unserem Leben. Ich habe das selbst bei mir gemerkt. Ich habe ja früher gekickt, war Fußballer. Und selbst als ich dann im Glaube war, kam noch mal so Phase. Eigentlich habe ich meine Fußballschuhe abgehängt gehabt an den Nagel. Aber dann kam noch mal so Phase und das hat mir richtig Spaß gemacht. Aber dann war es so, Training war unter der Woche kein Problem, aber die Fußballspiele waren eben am Sonntag. Dann konnte ich nicht mehr in den Gottesdienst gehen. Und es ging eine Zeit lang und irgendwann hat mir dann der Herr gesagt, das kann es nicht sein. Also du kannst diesen kleinen Götze, der dir ja so lieblich ist, kannst du nicht fürs Reich Gottes opfern. Du musst es opfern, letztendlich.
Oder es ist bei der Arbeit. Weißt du, es gibt manchmal, du musst arbeiten, ich meine, wir alle müssen arbeiten, aber manchmal kann die Arbeit auch zu einem kleinen Götze werden, dass ich vielleicht das, was ich schon habe, vielleicht noch mehr Geld brauche, damit ich zufrieden bin. Und es gibt Menschen, die müssen am Wochenende arbeiten. Es gibt aber auch Menschen, die wollen am Wochenende arbeiten, eben um des Geldes willen. Also, ihr versteht mich. Es gibt in deinem Herzen und meinem Herzen Dinge, ich kann die ja nicht alle aufzählen, aber ich denke, wir sind immer in Gefahr, dass wir etwas in unserem Herz so präsent haben, dass der Herr irgendwann mal sagen muss, wie beim Isaak, das, was du liebst, deinen einzigen Sohn, gib ihn als Brandopfer her. Und Brandopfer heißt Ganzhingabe. Das heißt, du musst es ihm geben. Der Abraham, und das ist jetzt ein Vorbild, der hat da nicht lang gezögert. Das ist anders, also wie ich, du kämpfst ja dann auch oft um die Dinge und haderst mit Gott und handelst vielleicht. Aber der Abraham, das war ein Kaliber, er sagt, da stand Abraham am Morgen auf, früh, sattelt sein Esel, er nahm zwei Knechte mit, seinen Sohn Isaak und Holz zum Brandopfer. Das heißt, der Isaak, der hat nicht lange gefackelt, sondern er hat genau das getan, was Gott von ihm wollte. Und es ist interessant, Abraham ist ja in Hebräer 11 bei den Glaubenshelden. Das heißt, da wird er aufgezählt und das sagt Gott ihm, warum ist er ein Glaubensheld? Abraham, heißt es, war derjenige, der Gott vertraute, dass er Isaak wieder von den Toten zum Leben auferwecken würde. Das heißt, Isaak wusste, jetzt mal bildlich auch für uns, wenn ich Gott was gebe, was er von mir fordert, was mir so lieb ist, Abraham, Entschuldigung, danke, dann wird er mir etwas Besseres geben. Gott hat es im Griff. Und das war für mich so eine Lektion, manchmal hält man an Dinge fest, aber wenn ich Römer 8, 28 aufwende, dass alle Dinge mir zum Besten dienen und ich letztendlich was habe, das ich Gott gebe, auch mit dem Hintergedanke, oh je, vielleicht, was wird da nur werden, dass ich doch für mich im Vertrauen annehme, er wird es mir zum Besten wiedergeben. Vielleicht nicht gleich in dem Irdischen, vielleicht habe ich da sogar Nachteile, aber geistlich gesehen wird er mir etwas zur Belohnung geben. Der erste Punkt, den wir hier mitnehmen aus diesem Text, Gott prüft uns, damit wir Dinge, die in unserem Herzen sind, an die wir uns vielleicht klammern, jetzt musst du natürlich mal gucken, unbewusst oder bewusst, gibt es Dinge in meinem Leben, die vor Gott stehen, dass ich sie Gott auf den Altar bringe und ihm vertraue, er wird mir was Besseres dafür geben, wenn er mir das zeigt. Ich muss jetzt nicht gucken wie ein Wilder und mich selbst analysieren, aber wenn er mir was zeigt, was ich in meinem Herz habe, dass ich dann ihm freudig auf den Altar bringe und sage, Herr, du wirst was Besseres draus machen. Das ist der erste Punkt hier. An Abraham dürfen wir lernen, Prüfungen sind dazu da, um unsere Herzen zu offenbaren. Der zweite Abschnitt, den wir miteinander lesen wollen, und der geht so in die gleiche Richtung, aber noch ein bisschen spezifischer, und zwar 5. Mose 8, 1 bis 2. Und hier geht es nicht so sehr um das, was wir im Herzen behalten, sondern es geht um Gehorsam allgemein. Und zwar, ich lese uns die zwei Verse, da sagt Gott zu dem Volk Israel, und ich möchte nochmal betonen, das, was uns an Israel geschrieben wird, ist uns zum Vorbild. Das heißt, das können wir rausziehen, was für uns. Da heißt es, das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt in das Land, in Besitz zu nehmen, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen. Und jetzt kommt's, um dich zu prüfen, damit offenbart würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Hier sagt jetzt Gott zu seinem Volk,
Er sagt hier in Vers 1, und ich war erstaunt, wie viel hier eigentlich für uns Christen mit reinspielt, dass wir wirklich praktisch für uns anwenden können. Gott sagt, und es geht hier um den Gehorsam, und ich möchte vielleicht mal am Anfang hier sagen, warum ist es denn wichtig, wisst ihr, ich bin mir dessen bewusst, wenn man heute von Gehorsam spricht, dann ist es das Gleiche, wie wenn man über Prüfungen spricht. Das will man nicht. Man ist sein eigener Herr, man möchte es tun, was man selbst möchte, man möchte selbst Entscheidungen treffen. Aber es ist ganz elementar, dass wir das einfach verstehen. Gehorsam ist nie etwas, damit Gott uns unterdrückt, damit er uns von oben herab betrachtet, sondern die Bibel sagt, dass du und ich, jeder Mensch von Natur aus von Gott entfremdet ist. Er ist verfinstert am Verstand. Er weiß nicht, wie er gerade zu laufen hat. Die Bibel sagt mal, wir sind wie krumme Hölzer. Ja, wir wissen von Natur aus nicht, was richtig und falsch ist. Und jetzt kommt Gott und sagt in seiner Gnade, ich werde euch prüfen, damit ihr mir gehorsam seid. Das heißt, dass ihr die Stimme des Hirten hört. Gehorsam kommt ja von Horchen. Das heißt, ich muss hören, was Gott mir sagt. Sonst was? Gehe ich in die Irre. Und jetzt sagt Gott hier, ist ja interessant, das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, soll dir bewahren. Wie oft ist es so in unserem Leben, oder ich sage in meinem Leben, vielleicht auch in deinem Leben, dass man sagt, ja, ich folge dem Herrn Jesus nach, das, was er mir gebietet, das wollen wir tun. Aber wenn er dann was gebietet, das mir nicht in den Kram passt, dann tue ich das auf einmal gar nicht. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn Johannes sagt, habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist, das sagt er zu Gläubigen, dann geht doch schon in viele, auch der Gläubige, die Sirene an, oh, das ist aber extrem. Die Welt ist doch schön, ist doch lieb, ist alles gut. Aber die Bibel sagt hier, das ganze Gebot, alles, was uns der Herr aufgetragen hat, nicht nur das, was ich gerne haben möchte, das soll ich tun und ich soll es bewahren. Und warum sagt er das jetzt? Damit ihr lebt und das Land des Glaubens einnehmt. Wie gesagt, Gottes Gebote, ich möchte uns dahin führen, dass wir von dem vielleicht auch wegkommen, Gebote sind immer das, was mich bedrückt. Aber er sagt hier, die Gebote gebe ich dir, damit du lebst und du sollst sie bewahren. Und dann sollst du sie tun. Der Rainer hat uns ja mal vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten über das Thema Hören, wie höre ich, hat er zu uns geredet. Das ist genau das. Wisst ihr, wir hören ja oft nur das, was wir hören wollen, alles andere fällt unter den Tisch. Aber Gott sagt hier, sollst alles bewahren, damit du lebst und damit du das Land des Glaubens, sprich unser Glaubensleben, damit wir vorangehen. Und jetzt sagt er hier, und das fand ich interessant, wenn ich jetzt heute Abend hier sitze und sage, ja, gehorsam, das ist ja nett und gut, ich mache trotzdem das, was ich gefällt, das sagt man ja auch nicht oft, das sagt man gar nicht so offen, aber rauskommt ja letztendlich das, was man tut. Wenn ich das nicht so umsetze, wie es Gott gebietet, dann sagt er, werde ich dich prüfen. Und die Prüfung ist hier in unserem Text, dass er dich in die Wüste führt. 40 Jahre Wüste. Und Wüste ist der Ort, wo keiner von uns gerne ist. Das ist da, wo du anfängst zu murren. Aber da bringst du dich selbst rein. Gott wird dich prüfen, wenn du gewisse Dinge in deinem Leben nicht umsetzt. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt hier, dass wir einfach lernen, Gott prüft uns auch mal, er führt uns in Situationen, auch in die Wüste, damit wir anfangen, wieder Gott zu gehorchen, gehorsam sind. Ich habe das schon mal erzählt, ich war mal in Füssen bei einer Evangelisation. Und da war eine brasilianische Prediger und eine Lobpreisband, die haben erst mal eine Stunde gefühlt Lobpreis gemacht. Dann hat der Prediger eine halbe Stunde gepredigt, aber das, was er hier als Evangelium gepredigt hat, war kein Evangelium.
Also da war nichts von Sünde, von Buße, von Bekehrung, sondern war nur, bekehr dich zum Herrn Jesus, dann kommst du in den Himmel, dann ist alles wunderbar. Das Interessante war, in der ganzen Versammlung wurde am Ende dann aufgerufen, wer will sich jetzt bekehren? Wer will zum Herrn Jesus kommen? Wer will ihn von ganzem Herzen wirklich nachfolgen? Da hat sich keiner gemeldet. Dann hat man nochmal aufgerufen, das kann doch keiner sein. Das Problem ist ja immer, dass bei solchen Evangelisationen sind 99,9% sowieso nur Gläubige. Und dann hat man gefragt, wer ist drunter, wer will nicht? Und dann wurde man schon so langsam ein bisschen fordernder. Und dann haben sich zwei Männer, glaube ich, waren es junge Männer, ganz zögerlich gemeldet. Dann haben sie gesagt, kommt nach vorne, bekehrt euch zum Herrn. Dann haben sie gesagt, nee, das wollen wir gar nicht. Dann hat man angefangen zu jubeln und zu klatschen, Mensch, kommt doch jetzt nach vorne. Letztendlich sind sie nach vorne gekommen, haben gesagt, ja, wir wollen auch in den Himmel, jetzt bekehren wir uns und dann war das fertig. Ich wage mal eine Prognose. Wenn die erste Wüste gekommen ist in ihrem Leben, weil keiner hat ihnen gesagt, dass das Christenleben auch aus Wüste bestehen kann, dann sind die wahrscheinlich weggegangen, wenn sie überhaupt bekehrt waren. Wisst ihr, es gibt einfach Kreise und das ist mir wichtig, wenn man davon Gehorsam spricht, das ist schon sehr gesetzlich, aber die Bibel sagt, Gehorsam gehört dazu und wenn das in unserem Leben nicht der Fall ist, in einer gewissen Art und Weise, dann muss ich dich in die Wüste führen. Und er sagt hier, damit ich prüfe, was in deinem Herzen ist. Das Herz ist, man nennt es die Schaltzentrale des Menschen. Dort läuft alles zusammen. Da tust du Willensentscheidungen treffen. Da entscheidest du über Geistliches oder Ungeistliches. Das heißt, da fängst du an, Entscheidungen zu treffen. Und es ist interessant, dass die Bibel von Natur aus spricht, dass das Herzen des Menschen böse ist von Natur aus. Es ist trügerisch. Der Jesus sagt mal, das, was du in deinem Herzen ansammelst, ist ein Schatz. Das kann gut oder böse sein. Im Herzen beginnt zum Beispiel schon der Ehebruch. Es beginnt nicht erst, wenn du ihn ausführst, sondern dein Herz. Und er sagt dir hier in unserem Text, er prüft die Herzen, damit du siehst, was rauskommt. Im Herzen beginnen böse Gedanken. Du kannst unaufrichtig vor Gott sein mit deinem Herzen. Du kannst unbußfertig sein. Du kannst sogar dein Herz verfinstern oder in die Irre gehen. Und das passiert auch beim Gläubigen. Das heißt, damit das nicht passiert, und die Bibel sagt in Sprüche 4, alles andere ist nicht so wichtig, wie dass du dein Herz bewahrst. Das ist gerade für die Gefühlsmenschen, wenn wir diesen Text hier über den Gehorsam anschauen. Gefühlsmenschen, die gehen immer nach ihrem Herzen, was sie fühlen, was sie denken, was sie meinen. Aber wenn die Bibel sagt, das Herz ist trügerisch, und jetzt guck mal in deinem Leben, was wir oft für Gefühlsentscheidungen treffen. Und viele von den Gläubigen auch sind ja Gefühlsmenschen. Wenn ich nicht lerne, nicht die Gefühle zum Maßstab zu nehmen, sondern der Gehorsam, was er sagt, dann kann ich in die Irre gehen und jetzt schickt mich Gott als Prüfung unter Umständen in die Wüste. Das Wunderbare ist, dieses Herz, und ich stelle mir das immer wirklich vor, stell dir mal dein Herz vor als ein wirklich schwarzes Ding, wo wirklich Unzucht und Unreinheit ist. Und jetzt heißt es ja in Kolosser 3, der Herr Jesus ist gekommen und in unsere Herzen eingezogen durch den Heiligen Geist, als wir uns bekehrt haben. Das heißt, es ist vollständig rein, vollständig weiß geworden. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Das bleibt nicht so. Da kommt immer irgendwie etwas rein. Da ist immer irgendwie etwas. Und manchmal merkst du das gar nicht. Und wenn Gott jetzt nicht eingreifen würde, durch eine Prüfung, dass er dich aufrüttelt und sagt, hey, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Dann wird dieses Herz, das weiß ist durch den Herr Jesus, wieder schwärzer und schwärzer und schwärzer. Und irgendwann kommt es zum Punkt, da wird es gefährlich. Ich möchte uns noch eine Bibelstelle lesen aus dem Jakobus 4.
Und da ist dieses Prinzip des Herzens bzw. des Gehorsams gut ausgedrückt. Da sagt Gott, so unterwerft euch nun Gott. Das heißt, folgt ihm nach, gehorcht ihm zu eurem Besten. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Das heißt, der Teufel wird auch immer wieder versuchen, dir in dein Herz Dinge reinzukippen, die nicht gut sind, damit du den Herrn nicht von ganzem Herzen liebst. Und dann sagt er, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen. Und jetzt kommt es, die ihr geteilten Herzen seid. Ich möchte hier nochmal kurz zusammenfassen, damit wir durch das ganze Kleinzeugs jetzt nicht den großen Überblick verlieren. Gott, und es geht viel ums Herz, das ihm gehört, wir sollen ihn liebe von ganzem Herzen. Aber der Mensch ist oft trügerisch in seinem Herzen, dass er auf Abwege geht. Und wenn Gott jetzt nicht eingreifen würde, dann würden wir langsam uns beschmutzen in unserem Herzen. Und das nennt die Bibel das geteilte Herz. Und ich kann es sagen, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Und ich kenne auch viele, ich kenne nicht viele Gläubige, aber ich habe das schon bei Gläubigen beobachtet, die Gott wirklich auf der einen Seite nachfolgen wollen, aber auf der anderen Seite auch hinken. Das ist nicht und das nicht und das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Aber die Bibel sagt, ganz oder gar nicht. Das, was ich jetzt gesagt habe über das geteilte Herz, über die Prüfungen, kannst du das so sehen, dass Gott es gut mit uns meint, wenn er uns durch solche Prüfungen schickt? Wir werden gleich noch sehen, auch im letzten Abschnitt, wie Gott da ganz konkret vorangeht. Aber lass mal, wenn wir dieses Wort Prüfungen haben, kannst du das annehmen von dir aus, dass Gott dich so sehr liebt, dass er möchte, dass du ihm von ganzem Herzen nachfolgst, dass er auch, wenn er Prüfungen zulässt, dass du sagen kannst, ja, das nehme ich aus deiner Hand. Ich muss sagen, das fällt mir unglaublich schwer, wenn ich in so Situationen bin. Da will ich alles andere, nur diese Prüfung nicht. Aber im Nachhinein sehe ich immer wieder, nachdem diese Prüfung dann überstanden ist, Gott hat es gut mit mir gemeint. Er möchte einfach nur, dass ich ein ungeteiltes Herz habe und dass ich ihm allein zuhöre. Nicht dem Menschen, sondern ihm allein. Letzter Bibelabschnitt. Und da wird es jetzt konkret auch, mit was wir uns rumzuschlagen haben. Aber hier auch nochmal, und zwar das ist Richter 2,22. Auch ein alttestamentlicher Text, von der Schattenbildlichkeit aber unglaublich wertvoll. Und hier haben wir eigentlich wieder genau dasselbe Problem. Ist eigentlich immer das Gleiche. Warum muss Gott uns prüfen? Warum muss er Gott das Volk Israel prüfen? Weil das Herz trügerisch ist. Selbst von diesen Gotteskindern. Und da heißt es, darum entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. Und er sprach, weil dieses Volk meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe und sie meiner Stimme nicht folgten, so will ich auch in Zukunft niemand mehr von den Völkern, die Josua bei seinem Tod übrig gelassen hat, vor ihnen vertreiben. Hier sagt Gott wieder das Gleiche. Auch für uns neutestamentliche Gläubige, ich übertrage das gleich, wir sind oft widerspenstig. Wir sind zwar wieder geboren, aber unsere Seele, die macht oftmals das, was sie nicht tun sollte. Das ist der Kampf Fleisch-Geist. Und jetzt sagt er hier, das ist so im Menschen drin. Paulus sagt ja auch, das, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun sollte, das tue ich. Er sagt jetzt hier, jetzt hast du wieder den Bund übertreten. Jetzt hast du wieder meiner Stimme nicht gehorcht. Jetzt passiert Folgendes. Und ich habe mich wirklich schon öfters gefragt, warum tut Gott es nicht so mache, dass ich, wenn ich wiedergeboren werde, dass er meinen Charakter vollständig ändert? Dass ich nur noch positiv bin, dass ich die Kämpfe habe und die Herausforderungen, auch mit der Finsternis oder mit der Welt, wo auch immer, dass er einfach sagt, alles, kein Thema mehr. Ja, du schwebst jetzt wie so mit der Wolke über der Erde, wunderbar, es ist alles nur noch Sieg. Er sagt, nein, er lässt gewisse Dinge da, um was?
um dich zu prüfen. Was? Damit ich Israel, Vers 22, durch sie prüfe, ob sie den Weg des Herrn bewahren? Auch hier wieder? Ich höre, ich bewahr's, aber tue ich's dann auch? Und darin wandeln werde, wie ihre Väter ihn bewahrten oder nicht. Das heißt, hier geht's wieder um den Gehorsam. Er prüft uns, sind wir wirklich echt? Auch wenn's schwierig wird? Und jetzt kommt in Vers 3, Kapitel 3, das ist der letzte, was wir haben hier. Das hat mich umgehauen, weil Gott wirklich so spezifisch auch ist. Gott lässt jetzt gewisse Dinge in deinem Leben, wenn wir nicht gehorsam sind, lässt er gewisse Dinge in deinem Leben stehen, Schleifsteine, damit du etwas lernst. Und das, was du hier lernst, war für mich eine unglaubliche, ja, Offenbarung, möchte ich es jetzt nicht nennen, aber es hat mir schon sehr geholfen. Er sagt in Vers 1, das sind aber die Völker, die der Herr übrig bleiben ließ, um durch sie all diejenigen Israeliten zu prüfen, welche alle die Kämpfe um Kanaan nicht erlebt hatten. Nur um den Geschlechtern der Söhne Israels davon Kenntnis zu geben, um sie Kriegsführung zu lehren, weil sie zuvor nichts davon wussten. Gott sagt hier, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, er sagt hier, Gott prüft uns manchmal, er lässt Dinge in unserem Leben stehen, das sind kleine Füchse oder große Füchse, Herausforderungen, klein oder groß. Warum? Damit wir hier, er sagt, dass wir Kriegsführung lernen. Denn es gibt welche in Israel, die haben davon noch nie was gehört. Ihr kennt mich jetzt ja schon 5 Jahre, von dem her glaube ich das nicht. Aber wenn ich in manche Gemeinde predige und würde etwas behaupten, nämlich dass Christsein ein Kampf ist, dass du Kämpfe zu kämpfen hast, dass du Herausforderungen hast, dass du oftmals auch durch die Wüste gehen musst, dann würde manche ganz entsetzt die Hände vor den Kopf schlagen und sagen, was Kampf? Wir sind doch errettet, das ist doch alles wunderbar, das ist doch alles Liebe, das ist doch alles toll. Gott sagt, er gibt uns manche Prüfungen, damit wir das lernen, was Paulus auch zu Timotheus sagt. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Was glaubt ihr, warum die Waffenrüstung Gottes so explizit da ist und Paulus sagt, zieht die ganze Waffenrüstung an? Weil wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern wir sind täglich im Spannungsfeld, und es ist so, wir sind immer noch in der Welt, Lichtfinsternis, es ist ein täglicher Kampf und das sollen wir genau an dieser Herausforderung lernen. Du, Uli, hat gesagt, als ich ihm das Thema gesagt habe, Prüfungen, Anfechtungen kann man das ja auch nennen, heißt ja auch Prüfung, dass es dazu kaum Lieder gibt, neuere Lieder. Wir mussten eins jetzt aus dem 18. Jahrhundert ausgraben. Ja, wisst ihr, das wundert mich nicht. Heute ist alles schön und wunderbar und geistlicher Sieg. Aber wenn du dann mal, und wisst ihr, wenn man ehrlich ist, muss man doch zugeben, das Leben auch als Christen ist an vielen Ecken ein Kampf. Aber das will man einfach nicht hören. Aber Gott sagt, wenn du in solche Prüfungen gehst, und das ist vielleicht auch das Positive, was ich mir hier auch rausgezogen habe, selbst wenn du große Schleifsteine hast in deinem Leben, Dinge auf dich einprasseln, die du nicht ändern kannst, dann ziehe ich mir jetzt daraus, aber der Herr weiß es und er meint es wahrscheinlich, in Anführungszeichen, ich weiß, er meint es sicherlich gut mit mir. Da musst du halt durch. Ich muss aufpassen, dass ich kein geteiltes Herz bekomme. Ich muss aufpassen, dass nichts in meinem Herz wächst, das über Gott steht, sondern ich möchte ihn für mich von ganzem Herzen lieben, mit all meinen Fehlern und Schwächen. Aber ich muss mir einfach klar machen, es ist ein Kampf. Und ich möchte uns noch eine Bibelstelle lesen, die ich mir heute Morgen in der stillen Zeit, unglaublich, und das ist der Grund, warum wir Kämpfe lernen müssen. Das heißt hier, Jeremia 12,5, da heißt es, wenn du mit Fußgängern gelaufen bist und sie dich müde gemacht haben,
wie willst du dann mit Rossen um die Wette laufen? Wisst ihr, wenn du schon bei den kleinen Dingen einknickst, ja, was machst du dann, wenn es losgeht? Wenn du wirklich geistliche Kämpfe hast, wenn du durchs Tal der Todesschatte gehen musst. Wisst ihr, Gott schenkt dir die kleinen Füchse, damit du reifst im Glaube, dass du stärker wirst. Ich darf es mal sagen, dass du dicke Haut kriegst, ein dickes Fell. Und er sagt weiter, und wenn du dich nur in einem friedlichen Land sicher fühlst, was willst du tun im Dickicht des Jordans? Im Dickicht des Jordans, das sind die Löwen, die Raubtiere. Das heißt, wenn du dich nur sicher fühlst, wenn es ruhig ist, wenn du keine Kämpfe hast, wenn alles nur Liebe ist und Einheit um jeder Preis wille, und dann fängt es an, dann wird es gefährlich. Wisst ihr, was ist das für Gnade? Jetzt im Nachhinein, ich sage das jetzt, ja, wenn es losgeht, dann sage ich es auch wieder anders. Aber was ist das für Gnade, wenn Gott uns Prüfungen schenkt? Nur zu unserem Besten. Was ist das Ziel? Ich fasse zusammen. Ah nee, ich fasse noch gar nicht zusammen. Ich will noch kurz zeigen, was ist das explizit? Was kommt da auf uns zu? Was sind das für Kämpfe? Vers 3. Wisst ihr, Gott sagt uns jetzt sogar, was sind deine Kämpfe in deinem Leben? Paulus sagt mal, die Listen des Teufels und die Pläne sind uns nicht unbekannt, wir wissen alles. Er sagt hier, mit was darfst du in deinem Christenleben rechnen, dass du Kämpfe hast? Und er sagt hier, Vers 3, das ist das Letzte, was ich heute lese, die 5 Fürsten der Philister. Was heißt denn das? Schattenbildlich, die Philister waren die, die am Meer wohnen. Das kann man auf der Landkarte sehen, am Völkermeer wohnte. Das Meer ist in der Bibel ein Bild, Offenbarung 17, für die Völker. Die Philister werden auch die Unbeschnittenen genannt. Das heißt, es ist einfach ein Bild für die Welt. Für die Ungläubigen, für die geistliche Unbeschnittenen, das heißt Großkirche, Sekte, Religionen. Er sagt hier, die hast du da, die hast du, den Kampf hast du, auch mit diesen Leuten, am Arbeitsplatz, am Einkaufen, wo auch immer. Du hast den Kampf mit der Welt, bis du beim Herrn bist. Er sagt weiter, du hast die Kanaaniter, Zidoniter und Hevititer. Das sind kanaanitische Völker. Die musste der Joshua vollständig ausrotten, um das Land einzunehmen. Das heißt für uns Kolosser 3,5. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, böse Lust, Habgier, die Götzedienst ist, Zorn, Wut, Lästerung, Neid. Das heißt, es ist mein Charakter, mein Fleisch. Den muss ich töten. Gott lässt die Dinge da, damit ich lerne, damit umzugehen. Also das heißt, keiner muss an seinem Charakter zugrunde gehen. Das musst du einfach töten, nach und nach. Dazu ist er da, genauso wie die Welt. Und dann sagt er letztlich noch, und im Libanongebirge, da hast du auch Kämpfe. Libanon ist Berge, da wo das Geistliche sich abspielt. Das heißt, im Libanon-Gebirge hast du Kämpfe. Das heißt, ein geistlicher Mensch, der sogar geistlich gerade läuft, hat trotzdem Herausforderungen. Selbst wenn du minutiös im Reich Gottes vorangehst, wirst du Kämpfe haben. Und zwar, er sagt hier, am Berg Baal Hermon. Was ist Baal Hermon? Das ist ein Herr, Baal heißt Herr, anderer Herr, Hermon. Das ist das Gebirge, da kommt die Pan-Religion her. Das heißt, es ist Okkultes, Finsternis. Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Finsternis. Das heißt, du hast einen Kampf gegen die Welt, gegen deinen Charakter, gegen das Fleisch und gegen die Finsternis. Das ist die Realität. Aber Gott lässt sie da, um dich zu prüfen. Und jetzt mache ich eins, meine Bibel zu, dann sage ich nur noch eins. Wenn ich jetzt, nachdem ich das alles weiß, einfach nur auf ihn schau, auf den Herr. Er sagt, er geht voran, er hat uns das Land des Glaubens gegeben. Ich muss nur in Abhängigkeit zu ihm gehen, dann wird er mir helfen, diese Dinge alle auszurotten. Dann kann ich dagegen kämpfen, mit ihm. Wenn ich aber anfange, mein Herz für andere Dinge zu öffnen, dann werde ich schwächer und schwächer, dann komme ich auf Abwege und dann können diese Dinge mich sogar geistlich zu Fall bringe. Das heißt, dann werde die Segnungen nicht mehr wirken. Und das will ich für mich nicht und das will ich auch für euch nicht.
Das heißt, Prüfungen sind dazu da, damit wir den Herrn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele. Und wenn du jetzt diese Woche neu anfängst ab morgen, dann prüf dich einfach mal, 2. Korinther 13, prüft euch, ob ihr im Glauben seid, ob ihr echt seid. Und oft merkst du es daran, wenn du Kämpfe hast. Und dann geh mit Frohmut in diese Prüfung rein, weil du weißt, er wird für dich kämpfen. Psalm 25, keiner wird zu Schanden, der auf Gottes hart. Und das wünsche ich euch und das wünsche ich mir. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass du dich um uns sorgst, dass du ja, uns sogar durch Prüfungen gehen lässt, einfach damit wir an dir erkennen, ob wir echt sind. Und Herr, du siehst, wie oft wir auch fehlen in diese Dinge, wie oft wir fallen. Aber du sagst, der Gerechte fällt 7-mal und steht doch auf, Herr. Wir wollen einfach diese Prüfungen ja wirklich als Liebesbeweis auch nehmen für uns, dass wir daran stärker werden, dass wir in voller Abhängigkeit zu dir vorangehen, dass wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern nur auf dich blicke. Egal, was um uns herum passiert, dass wir nur, wie die Offenbarung sagt, dem Lamm nachfolge, wohin es auch geht. Hilf uns dabei, diese Dinge in unserem Herzen zu offenbaren und dass wir dann wirklich mit Freimut auch zu dir kommen, diese Dinge bekennen und dann bist du treu und gerecht, dass du uns vergibst. Und dann dürfen wir mit dir vollen Mutes weitergehen. Hab Dank dafür. Amen.